Wie reagierst du, wenn etwas ganz Unvorhergesehenes passiert? Oder wenn du eine Anfrage kriegst, wo du ja jetzt nicht gerade absolutes Okay, ja mach mal, sagen möchtest. Der Fluss, was sagt der jetzt zum gegebenen Moment? Der ist jetzt voll verdreckt, da ist irgendwo eine Mure reingegangen. Sagt er jetzt, nein, ich will das nicht haben, es kann nicht sein und nein, ich will das, nein, da fühle ich mich nicht wohl. Und oder sagt er, ja, jetzt ist es so. Und es fließt ganz automatisch sauberes Wasser wieder nach. So wie es die Natur eben macht. So. Ich bin heute in der Früh laufen gegangen, also joggen. Und dann bin ich am See vorbeigelaufen. Und da hat ein Mann ein paar Enten gefüttert. Und ein Schwan war dabei. Also, die sind ja riesig, die sind groß. Und ich habe mir gedacht, ja, da werde ich schon vorbeilaufen, vorbeijoggen. Und wie ich da vorbeilaufen will, auf einmal stellt der Schwan alles auf und ja, hat natürlich Angst um sein Futter gehabt, ganz klar, das ist sein Revier jetzt gerade. Und ich habe irgendwie reflexartig lachen müssen, weil ich finde das so lustig, das kannst du ja nicht machen, so eine Situation. Das war so komisch, ich habe echt noch einen halben Heimweg lachen müssen. Und den Mann, der was die Enten und den Schwein gefüttert hat, ich glaube, den habe ich noch angesteckt. So, wie reagieren wir, wenn uns etwas passiert? Im Alltag. Oder wie reagieren wir, wenn wir Anfrage kriegen, zum Beispiel aus dem näheren Umfeld, aus dem Familienumfeld, die Kinder, ein Partner, Partnerin, weil jetzt sind wir ja oft so ungeschminkt. Fragt uns etwas, er oder sie fragt uns etwas und wir reagieren oft reflexartig mit nein, 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 das machen wir nicht. Und wie oft machen wir das am Tag? Das machen wir so oft. Kann man uns das angewöhnen oder ein bisschen beobachten und lernen? Dieses reflexartige Nein wegzulassen. Dass, wenn was kommt, dass, wo wir jetzt gerade nicht okay sagen würden, dass wir einfach sagen, schau ich mir an. Oder muss ich darüber nachdenken. Oder lassen wir es einmal liegen. Muss ich noch schauen, ob sich das ausgeht. Also eine lebensbejahende Haltung einnehmen. Und zwar, wenn unvorhergesehene Sachen passieren. Beim Kunden draußen oder bei unbekannten Leuten oder wenn es um ein Geschäft geht, dann sind wir ja extrem offen nachher. Dann sind wir ja immer bereit und ja natürlich, ja sowieso. Da verstellen wir uns ja oft komplett. Aber wie ist es im Privaten, im eigenen Bereich? Da ist ja nachher die Wirklichkeit. Seien wir da offen? Seien wir da lebensbejahend? Oder seien wir da zu verschlossen? Das ist eine ganz entscheidende Sache. Weil das Leben bringt uns genau dann Überfluss, Fülle und alles, was wir brauchen, wenn wir offen sein. Wenn wir verschlossen sein, wenn wir zu sein, und das sieht man bei so reflexartigen Attacken, nachher kann uns das Leben nichts bringen, weil wir sind ja zu. Also kann man das jetzt üben und lernen, offen zu sein. Und diesen Reflex, der was uns im Tag ganz oft passiert, zu beobachten und zu sagen, ah, haben wir schon wieder drin gehabt. Und je öfter, dass wir das beobachten, desto öfter gelingt es uns so. Und du wirst sehen, das Leben bringt dir nachher viel mehr angenehme, tolle Dinge, weil du bist lebensbejahend. Und was ist, wenn du Lebensbejahung ausstrahlst? Genau, es kommt zu dir zurück. Und zwar vielfach. Und genau das wünsche ich dir. In dem Sinn, alles Gute, mach's gut. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dass du es probierst, dass du das an dir beobachtest. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Vierte, Servus.